Hey ho, willkommen zu einer neuen Folge Conan Exiles. Mit dabei ist Destiny OR. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und viel Spaß! So, du machst da hinten noch irgendeinen anderen Quatsch. Toll, das war's für mein Katami. Kein Reparaturkit mit? Nein, ne? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Die könnten wir auch. Wann sind wir denn mal bitte vorbereitet? Ist nicht heute, also jetzt. Aber unsere Mädels sollen das alleine schaffen, sagt Jeldrick. Du glaubst aber an unsere Girls hier. Glaube ich aber. Oh, warte, Plötze macht sie. Plötze, wir haben Plötze noch mit. Die macht mit das. Mit gebrochenem Hufe. Ja, los, komm, dann. Mit gebrochenem Hufe. Was? Greif mich an, warum kann ich nicht angreifen? Leute, ich kann nicht angreifen. Ufu, ich hab, glaube ich. Er hat keine Pfeile. Schitte. Warte mal. Irgendwie, ich muss die Pfeile noch wieder raufziehen. Bam, jetzt aber. Zieht aber schon ein bisschen ja, was ab. Oh nein, jetzt kommt hier so eine andere Kackspinne. Ich heul gleich. Gefordert. Ich brauche die andere ja. Kackspinne. Warte, nicht war hier. Für drei und es macht nicht drei. Ich weine. Ich bekomme gerade dauerhaften Schaden, weil ich bin vergiftet. Tut sie vergiftet ein. Hätten wir vielleicht einen Heiltrank oder so mitnehmen sollen. Also doch, normale Tränke. Nein, doch normale Tränke, aber ich meine halt so richtig so Giftheilungstricks. Überhaupt? So fokussiert er denn nicht? Er fokussiert aber. Jetzt. Der geht dann halt immer wieder zu sprechen. Jetzt näher ran. Hier, aber guck mal, das geht. Diesmal darfst du dann auch looten. Oh, warte, ich muss. Ach. Ich muss mich. Hier halt das Leben der Spinne gerade nicht auf dem Winkel. Jetzt. Denn da oben kann ich es erahnen. Arme Pferd wird abgeschossen. Ja. Ah, Plötze. Oh, Alter. Hat die gerade einen Jump? Ja. Was ist denn los mit der? Jumpt. Die anderen Aufträge? Wie denn für Moves? Es ist halt auch schon wieder. Wir haben immer das Glück, dass wir so doof an irgendwelchen Ecken oder Kanten kämpfen. Hier jetzt auch am Felsen. Bisschen. Und dann nicht so richtig beobachten, Ausdauer tanken, wie sie so reagiert, was sie für ein Movement hat und ja, schon. Oh, jetzt habe ich schon wieder keinen Fokus drin, ne? Jetzt wieder. Immer schön in den Spinnhintern. 23 tot. Ah. Tot? Ja. Kannst mich, glaube ich, nicht wiederbeleben, ne? Das war ja so, dass man nicht wiederbeleben konnte. Oh, das ist jetzt aber doof. Hab nicht aufgepasst, Mann. Ist ja nicht so weit weg. Komm einfach wieder her. Ja, oder ein Zeug und dann. Kannst du ja so ein bisschen ziehen. Ja, ich versuch's. Musst du ja nicht angreifen, weil die anderen machen nicht so viel Schaden, dass sie die gleich töten würden, glaube ich. Ich glaube einfach immer mal so ein bisschen rückwärts weg von ihr. Und wenn sie so hoch kommt, muss ich zur Seite. Okay, dann trifft sie mich nicht. Jetzt geht sie wieder auf die Mädels. Bin auch vergiftet, aber die halten das gut durch. Die halten es. Ja, machen wir aber nicht so viel Schaden auf sie mit dem Bogen zurück. Oder hat sie noch genug Leben? Kann es gerade nicht sehen. Ich sehe ihr Leben einfach nicht. Seite zur Seite. Ich vergiftet, sie hat dich getroffen. Schon weglaufen. Damn it. Ja. Nee. So kann ich jetzt. Ja, sie hat noch. Ah, gut, halbes Leben noch. Echt? Halbes Leben? Oh ne, 218 nur noch. Ja, siehst du, dann hör mal auf, da drauf rumzukommen. Oh ne, okay, ich hau nicht mehr. Aber sie ist tot. Wuhu, und ich habe die Steam-Errungenschaft. Geil! Aus welcher Hölle kamst du gekrochen? Habt ihr den Mädels keine Schleimsuppe eingepackt? Nö, die haben natürlich wieder nichts zu essen. Wir sind doch immer unvorbereitet. Immer. Aber guck mal, sie haben es geschafft. Sie haben es geschafft. Ohne Essen, ohne alles. Und richtig gut. Wir haben es geschafft. Okay. Ich hacke sie ab, okay? Ach so, lieber mit dem Hackemesser, wegen Kopf. Gibt's einen Kopf? Ja, nicht haben Spinnen noch auch Köpfe, oder? Spinnen haben Köpfe. Und ich habe den Schlüssel. Wollt ihr mir gerade mit seinem Messer von unten in die Eier stechen, Junge? Was? Stimmt mit dem denn nicht? So, wo ist die Kiste? Kiste? Und was kriegen wir? Hanumansgada. Oh.
Ja, das jetzt hier gleich ja nochmal machen, ja. Oder? Die muss ja erstmal wieder respawnen. Ja, das müsste sie. Aber gefährlich, weil die dann langsamer heilen. Ja. Wenn die überleben das. Sichel war das, ne? Oftmals. Also wir haben es jetzt geschafft, aber es war schon wieder sehr unschlau bedacht von uns. Und du hast vorhin noch gesagt, kochen wir hier nicht und so. Und ich hatte noch im Kopf, oh ja, die Sklaven füttern. Und dann war es aber schon wieder verworfen. Ich glaube, das Katana hätte auch wäre besser gewesen. Aber meins war halt kaputt und hatte ich halt das Breitschwert, aber es hat ja trotzdem gut funktioniert. Es ist ja jetzt nicht so, als ob es schief gegangen ist. Ich hätte halt nur beim letzten Mal ein Tick früher weggemusst. Aber ich bin da halt nicht rausgekommen und dann stand ich da und dann war das okay. Hat er geklappt. So, jetzt wollte ich nochmal kurz lesen. Meine Mädels mögen lieber gegrillte Steaks. Die sind so teuer und die vergammeln so schnell. Also, wir haben bekommen Hanumans Gada, eine geweihte Kriegskeule. Gesundheitsschaden 60, Rüstungsdurchdringung 45% und sie hat die Fähigkeit abtrennen. Info. Er kannte die entsetzlichen Überraschungen der Priester des Ostens und wusste, dass einen ungebetenen Besucher in Hanumans Schrein die schlimmsten Schrecken erwarten mochten, die Menschenfresser von Zambula. Die Verheerung Hanumans hat sich von Wendia aus nach Westen ausgebreitet, wodurch auch hier die militärischen Traditionen wendianischen Ursprungs Einzug hielten. Diese spezielle Garde ist extrem groß und soll gelegentlich von Hanuman selbst benutzt worden sein. Aufgrund ihres übergroßen Kopfes ist die Keule schwer und kann nur mit Mühe geschwungen werden. Wenn sie trifft, ist der verursachte Schaden allerdings beträchtlich. Hey, cool aus, ne? Sieh mal einmal aus. Alter Falter, was ein Gerät. Ist das so ein Drache oder? Können so Drachenköpfe sein, 4 Stück, oder? What a Gerät. Müssen da mal mit irgendwo raufhauen. Das ist bestimmt richtig gut gegen die Steinnasen. Wieder da? Wieder da. Wir hauen mal auf so eine Spinne rauf damit. Durste. Komm, Spinni, Spinni, Spinni. Komm, Putti, 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 Putt. Lauf dich weg, komm in meine Keule. Bam. Bam. Oh. Wie ist es eigentlich mit solchen legendären Waffen? Kann ich die reparieren? Oder werden ja auch Schaden nehmen mit der Zeit? Ja, die haben auch eine Haltbarkeit. Weiß gar nicht, ob ich die... Oh, Entschuldigung. Müdigkeit kommt durch, ob ich die reparieren kann. Hier was rausgeschmissen? Fleisch. Fleisch. Nur mit legendären Reparaturkits. Es klingt jetzt schon doof zu besorgen. Knackt in meinem Ohr. Was hast du im Ohr? Du hast gerade geknackt in meinem Ohr. Ach so. Findet man bei Bossen in der namenlosen Stadt. Ich muss zum Trinken gehen. Ja, dann sollten wir die legendären Waffen tatsächlich ein bisschen aufsparen. Ja, bis jetzt brauchten wir sie aber ja. Nicht, ne? Also, suche ständig diesen Trinkschlauch, er ist so unscheinbar. Gluck, 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 gluck. Ein bisschen Mampf, 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 Mampf. Die Welt doch schon wieder besser aus. Ach, da ist er ja wieder. Wer, wo? Der rote Schimmer. Oder, hä? Woher ist denn was? Nee. Hier bei dem... Nein, ist irgend so ein roter Schimmer drunter. Sehr komisch. Und ein Grafikfehler oder so. Oh. Was meinst du?
Ja, viel merkwürdig aus, ne? Aber das ist auch beim Gras und so. Ich glaube, das ist einfach so ein Lichteffekt, der da gerade drauf knallt. Kann sein. Oder hier ist wirklich irgendwo... Höhle oder so runter? Oder? Nein, es ist einfach die Sonne. Ich die Sonne auch. Scheint gerade in so einem Winkel da drauf. Wenn das hier so sieht. Geht's aber auf jeden Fall mal zurück, weil... Ja. Ich glaub, ich du brauchst den richtigen T4-Handwerker, dann kannst du die selbst herstellen. Die legendären Waffen oder die Rüstungskits? Denke mal die Rüstungskits. Die Reparaturkits sind gemeint. Da hinten flitzt er. Wieso reitest du nicht? Ich lauf halt. Willst ein bisschen die, willst ein bisschen genau die Hufen schonen, ne? Ja. Wieder zum Sattler und der will wieder Geld und Geld habe ich nicht, also muss ich wieder mit ihm trinken, dann macht er wieder irgendwelche Schweinereien oder so. Aber jetzt haben wir schon so viele Bosse getötet, ne? Und wir haben nicht einmal einen Bosskopf bekommen. Doch! Wir haben doch von diesem Schlangviech den Kopf bekommen. Warum hat denn mein Reisepunkt das nicht genommen? So zählt er nicht. Bin enttäuscht. Mein Reisepunkt steht immer noch bei Angriff, eine Kugel werfen, ein Objekt färben. Sollte ich das mal abschließen, dass es vorangeht, ja? Aber wieso hat dieses Schlangenviech als Boss nicht gezählt? Da haben wir definitiv den Kopf bekommen. Besser die Klinge als ein Bossgegner. Ja, was? Jetzt nicht mehr. Ausgebossed, Junge. Hier nicht. Hat das nicht gezählt? Das nervt mich jetzt. Ich muss kurz reingucken. Einige der Kreaturen, denen du begegnest, bist dann willst. Bitte eine der ungewöhnlich großen Kreaturen aus dem Land der Verbannten und nimm ihren Kopf an dich. War dieses Schlangenviech kein eine ungewöhnlich große Kreatur? Ich fand die schon sehr. Vielleicht muss das ja ein Bossgegner sein, der draußen ist und nicht drinnen. Ah. Wir hier draußen so einen Gegner wie die Spinne zum Beispiel halt töten müssen. Weil es ist ja ein Bossgegner, der in der Open World ist sozusagen. Aber da hatten wir ja auch schon das 3-Sterne-Krokodil, das ging auch nicht. Aber da haben wir dann keinen Kopf bekommen. Aber das 3-Sterne-Krokodil, obwohl nee, das war auch draußen. War draußen, aber wir haben keinen Kopf bekommen. Genau, da haben wir keinen Kopf gekriegt. Der in dem Dungeon hat einen Kopf gedroppt. Ja, genau, hat er gemacht, aber das ja, warte, ich zeig euch den Kopf, Moment, ich... Ich zeig euch, welchen ich denke, dass der hätte zählen sollen. Und zwar war das aus diesen Todflüsterruinen. Dieses hier, skelettierter Schlangenmenschkopf. Das dachte ich zählt. Das Land der Verdammten ist voller fürchterlicher Kreaturen und es geht bei jeder Begegnung um Leben und Tod. Diese Trophäe erinnert an einen Kampf, bei dem ein Verbannter siegreich blieb. Das ist kein Boss. Nein, ich dachte, das ist ein Boss. Oh, gibt's ja ärgerlich. Ach, echt, das ist ein Boss. Oh Mann. Aber was ist denn dann ein Boss? Ist die Spinne jetzt ein Boss gewesen oder nicht? Das Krokodil wird ja sicherlich ein Boss sein. Also, möchte ich meinen. Oder gibt's da noch andere so Boss-Boss-Gegner? Boss-Boss. Gegen die wir dann so Boss-Boss keine Chance haben. Weil Einschlag und... Einmal Boss-Boss, ne? Ah. Und immer wieder Fleisch braten. Nicht? Okay, brate du. Du kannst ja mal ein bisschen aufräumen oder so. Braten. Auf, ich hab keine Lust auf aufräumen. Oder geh fahren. Was ist denn ein... Das ist eine gute Frage. Das stimmt, das ist wirklich merkwürdig. Kein Boss war. Ich könnte mal so ein bisschen Faserzeug sammeln, dass wir mal wieder ein bisschen Suppe tatsächlich doch kochen. Das war richtig. Auch wenn er von so vielen... Naja, das Ding ist halt auch, wenn wir jetzt bald hier... Wenn du jetzt aufhörst und wer weiß, gammelt halt bis dahin wieder, ne? Das nächste Mal wieder dabei sind. Gut, das ist wohl
Völlig richtig. Ich hatte im Norden damals einen Elch mit einem Totenschädel gekillt und der Kopf hatte bei mir gezählt. Mit einem Totenschädel. Elchkönig ist recht einfach. König kenne ich gar nicht. Oh, bist du jetzt schon aus dem Spiel raus? Ja, ich bin schon rausgegangen. Ja, Ich dann. habe das gerade mein Minion noch ein bisschen rumgucken. Steinlasenbosse gehen auch ganz einfach. Ja, die habe ich schon mal besiegt. Ich glaube, da gehe ich gleich nochmal hin. Versucht mein Glück Aber nochmal beim. war das ein Boss, was du da gesehen hattest? Oder Ja, daher klar, weil es nee, ist ja doch. eigentlich schon ganz gut gekommen. Steinlasenboss hatte ich. Lebensmittelvergiftung. Ach du Kacke. Ich habe irgendwas Vergammeltes gegessen. Wie immer. Ja. Das wäre echt gut Aber hier. Steinlasenboss ist tatsächlich eine ganz gute Idee, die zu machen. Die haben sehr gutes Zeug gelootet. Drop Meine meinst ich, richtig. Zeug gedroppt, was ich gut looten kann. Oh mein Gott, ihr wisst, was ich meine. Hilfe. Und, nochmal. Das klingt doch nach einem Plan. So, rein da, koch mal. Super! Was habe ich denn jetzt gegessen, dass ich was Rohes gefuttert? Wieder nicht aufgepasst. Kommt davon, wenn man einfach so, ne, zack, irgendwas reindrückt. Einfach alles. Könnt ihr noch keine Kühlkiste bauen? Nein, können wir noch nicht, weil uns fehlt noch schwarzes Eis. War das schwarzes Eis, was wir dafür brauchen? Schuhe gerade. Guck mal, doch, könnte ich, aber richtig. Diese gehärteten Stahlbarren fehlen. Und das schwarze Eis. Wir waren halt noch nicht im Norden. Das Stimmt. muss passieren in ferner Zukunft. Theoretisch wäre es möglich, praktisch nicht. So, Steinnasenbosse, wo waren sie? Hier. Genau, da habe ich mir extra so einen Marker hingesetzt. Jetzt kann ich auch mit einer Keule raufhauen. Ranktechnisch. Sollte ich vielleicht noch was mitnehmen? Schwarzes Eis gibt es auch in Kleils Festung. Festung kenne ich nicht. War ich noch nicht. Ganz vergessen, wie aufwendig das war, Add-ons einfach mal zum Laufen zu bringen. So, du bist jetzt viel, ne? Minion. Das Dungeon ist nicht ganz ohne. Ach so, also ist Kyles Festung Dungeon. Gut. Okay, dann holen wir jetzt Sabrina ab. Den Feinboss killen. Hoffen, dass wir dann auch endlich mal diesen Kopf bekommen. Genau. Und ich gehe in der Zwischenzeit schon mal raus. Alles klar. Vielen Dank, dass Schönen du dabei Abend euch warst. noch. Na, bis zum nächsten Mal. User left your channel. Ja, hat er ganz tapfer trotz Männergrippe mit durchgezogen hier. So ein guter. Und Destiny loben. Na, komm mal, kommen noch gute Besserungswünsche durch hier. Sehr lieb von euch. Gib ihm mal Louis. Ja, vielleicht hilft's ja. So, wo laufe ich denn jetzt lang? Am besten immer am Wasser. Das Bier. Violette Allheilmittel. Besonders gut gegen Männergrippe, ja?
Bin mir auch nicht so sicher, ob warmes Bier schmeckt. Ich mag das, so also Zimmertemperatur ist schon grenzwertig. So leicht gekühlt sollte das sein. Ach, diese weiten Wege, ich werde mich nie dran gewöhnen. Lieben, was steht denn bei euch so am Wochenende an? Bei Jeldrick, alles klar, morgen arbeiten, das haben wir schon geklärt. Geht um die Wärme, ja, die ist wohltuend. Aber da kann man auch eine heiße Zitrone machen oder einen heißen Tee trinken. Ich weiß aber nicht, was so der kürzeste Weg ist. Rechts oder links rum? Wir gehen einfach mal rechts rum. Vielleicht kommt Sabrina uns ja auch schon gleich entgegen. Stand ja immerhin da, sie kehrt nach Hause zurück. Tut sie nur nicht. Sonntag. Das, dann hier in Frankfurt. Da bin ein Weg. Willen. Man bei einer Männergrippe nicht, da hilft nur Bier oder Kräuterschnaps. Rufe ich hier voll in die falsche Richtung. Uns ist italienische Nacht in der Stadt. Oh, klingt auch sehr spannend. Und viel gutes Essen und Wein. War doch so, oder? Dass die Italiener immer Wein trinken? Irgendwie verbinde ich Italiener gerade mit Wein. Bei uns wird es relativ ruhig. Wir haben für Sonntag eigentlich nochmal eingeplant. Auch wieder zu streamen. Mal gucken, wie es Destiny bis dahin geht. Ja, morgen gibt's Gyros-Topf. Mit Live-Musik. Also nicht bei unserem Gyros-Topf, hier bei der italienischen Nacht. Genau, wir wollen morgen im Dutch Oven kochen. Haben wir schon heute alles vorbereitet. Wird schon, ja, Fleisch eingelegt mit so einer Gyros-Würzung. Dann kommt das morgen zusammen mit Bacon, Zwiebeln, Knoblauch, Feta-Käse. Das war's, ne? Kommt das in den Ofen rein? Und dann... Das ist halt jetzt irritierend, dass du nicht mehr im Teamspeak bist. Ich werde dich halt hier im Raum. Also ihr müsst für euch im Chat, also Destiny und ich, wir sitzen halt im selben Raum. Deswegen kann ich mich mit ihm noch unterhalten. Nebenbei, für euch im Chat ist es dann halt immer blöd, weil ihr ihn nicht hört. Ich versuche... Ja... Das ein bisschen zu bedenken. Ich muss doch schon mal langsam da sein, oder? Klingt lecker. Um wie viel Uhr soll ich vorbeikommen zum Essen? Ja, ist eine gute Frage. Wann essen wir denn morgen? Mittags oder abends? Ich weiß gar nicht, wie soll nicht das Wetter morgen werden? Vielleicht suchen wir uns dann das Zeitfenster aus, wo am wenigsten Regen vorausgesagt ist. Der Ofen schön kochen kann. Das Wetter ist aber im Moment sowieso ein bisschen komisch, ne? Also bei uns ist es immer ein Tag hier 30 Grad, knüppelheiß, kriegst kein Luftgefühl, weil das so drückende Luft auch draußen ist. Schöne drückende Wärme. Und am nächsten Tag hast du wieder nur 13, 14 Grad und es ist nass und kalt und du denkst so, what the hell? Das ist Regen, sowas gibt's bei uns. Hier schon, immer mal wieder. So, hier muss sie gleich irgendwo rumstehen. Ich glaube, wir sind schon sehr nah. Ja, das sieht gut aus. Aber gut. Tina! Da, da, da! Hat sie gesehen? Hat sie gesehen? Wow! Das
wir da noch zu kommen, heute dieses wunderschöne Pferd betrachten zu können. Großartig. Alter, guck mal. Gleich Attacke hier. Geh weg! Du Hoshi. Lass das Pferd in Ruhe. Mann, ich treffe es nicht. Besser regelt das. Besser regelt alles. Da! Großartig. Mein Pferd wieder. Hallo! Noch die Taschen voll. So, so kann ich gar nicht gucken, ne? Muss ich absteigen? Nein, 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 wollte ich nicht. Ja, bleib hier. Bleib bloß hier. Bleiben Sie bloß hier. Achso, doch, sie folgt noch. Oh, Mann. Ich bin wieder maximal überfordert mit der Gefährtensteuerung. So, E gedrückt halten. Inventar öffnen. Okay, ein paar Fasern zum Fuden. Das ist in Ordnung. Also auf zu den Steinnasen. Was ist denn jetzt der beste Weg für mich? Am besten... Ja, hier so gerade rüber, würde ich sagen. Da ist so ein Aufgang. Auf! Und davon! Juhu! Komme ich hier hoch oder ist das jetzt nur so ein Scheinweg gewesen? Ja doch, das geht. Läuft, guck mal. Ach, Sabrina, was habe ich dich vermisst? Wenn deine Mähne im Wind weht und mir ins Gesicht klatscht, der Pferdeduft mir in die Nase treibt. Wow. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen hier am Freitagabend. So. Jetzt so ein bisschen rechts halten. Auf rechts, Ziegel links. Oh, oh, kacke. Das war so gewollt. Dient alles der Unterhaltung wegen und ihr wisst schon. Jetzt habe ich mich, glaube ich, schon wieder verritten. Nein, da muss ich hoch. Das kenne ich. Hier war ich schon mal. Ein Getreu ist aufgestiegen. Ja, das muss aber jetzt Sabrina gewesen sein. Die Course of Tessa ist Max. So, und da hinten ist dann dieses komische Gebäude. Und da waren die Steinnasenbosse. Oder nicht? Oh nee, wartet mal. Vielleicht doch nicht. Oh, lass mich in Ruhe. Da so rum. Ich häng schon wieder am Stein fest, das gibt's doch nicht. Dieses Pferd, ne, es ist so kaputt. Kaputter geht gar nicht. Besser ist auch nicht da. Da kommt sie. Blöde Hyäne, gehen Sie. Hat mein Pferd noch besser die Hufe ins Gesicht geklatscht? Gehört, wie sie geschrien hat? Ah. Richtig gutes Team hier. Bleib mal hier. Also Pferdeführerschein habe ich auch im Lotto gewonnen. Definitiv. Richtig, ich reite gerade voll den Umweg. Ah, doch, hier so hoch. Schrei nicht! Was ist das? Dann gehen wir jetzt hier runter und dann klettern wir da so hoch und dann irgendwie wird das was. Irgendwas wird es. Dann. Ich hasse diese Pferdesteuerung, da bin ich lieber zu Fuß unterwegs. Ich bin nochmal gespannt, wie es dann wird, wenn ich auf dem Nashorn oder auf dem Elefanten unterwegs bin. Wobei ich da immer noch das Problem habe... die Sattel nicht herstellen kann. Brauche ich bestimmt auch ein besser leveligerinnen. Oh Gott, ich meine, ein höherleveligerinnen. Was ist das für ein Wort? Ich kann es gerade nicht aussprechen. Abendliches Wortgulasch. Also so ein Sattelmeister oder sowas, ein Sattler. Da sind Steinnasen. Keule raus. Stauer auf. Nee, wenn ich dann so einen besseren Sattler habe, doch bestimmt. Nee, ich habe das 7. DLC leider nicht. Ach, brauche ich das für die Sattel? Das ist der Grund. Ich glaube, ihr seid nur normalos hier. Yes.
Dann geht kein Nashornsattel. Ah, okay. Ja, also wir können halt jetzt Pferdesattel herstellen, ne? Aber für die anderen nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich. Nehmen die hier nur Steine? Was sind das denn für Billigdinger? Vielleicht bei dem Steinnasenbus nur dran denken, dass ich das Messer benutze für den Kopf. Wo war der? Wo hier war der? Zwei Stück, das sind normal. Ja, vielleicht? Oh, normal, oder? Ich muss noch ein bisschen höher. Da haben wir schon gesehen hier. Rein in meine Keule. Gönn dir. Hui. Und der nächste. Heute gratis Keulenhiebe. Nur heute im Sonderangebot. Weil ich so spendabel bin heute. So, nu. Hui ist lang. Wird auch so Normalis. Wahrscheinlich ist jetzt gar keiner da. Bei meinem Glück. Pferd. Hat hier jemand einen Steinnasenboss gesehen? Hallo? Wo denn? Kletter mal da hoch. Hallo, Kletter. Bitte dich hier hoch zu klettern. Danke. Geht doch. Also an dieser Stelle kenne ich keinen 100% Spot für den Boss. Ich habe halt hier einen mal gehabt irgendwo in diesem Gebiet. Ja, genau. Ich habe mir eine Kartenmarkierung gemacht. Aber vielleicht war der auch nur durch Zufall hier, ne? Ja, ich bin jetzt. Ja, ich bin so ziemlich da, wo ich den besiegt habe. Nein, ich habe den nur einmal abgefangen. Hm. Das denn, die sagte gerade, dass ich den auch öfter gemacht habe hier, aber es war nur einmal. Ja, der sah ja auch ganz anders aus. Der war viel stacheliger, glaube ich. Oh, was macht sie denn da für ein Akrobatik-Kram? Denke. Oh, guck mal, hier wird gebetet und so. Hier ist irgendwas, was kann ich hier machen? Kriegstanz gelernt. Sehr schön. Cool. Nein, hier. 5, F5, J5 ist ja ganz hier. Da habe ich noch nie einen Steinnasenboss gesehen. Hier ist so ein Drei-Sterne-Boss. Den, genau, hier, Steinnasenboss. Da habe ich mir eine Markierung gesetzt. Ich bin auf der falschen Seite. Ich muss hier rum. Muss hier rum. Oh nein. Oh. Nicht so mein Plan. Vielleicht kann ich hier schon. Ich gehe natürlich mitten ins Lager rein. Das war der verfluchte Weg. Halt dich fest, halt dich fest, halt dich fest, halt dich fest. Braves Mädchen. Immer sowas. Da.
Vorgang König ist vielleicht auch ganz schön hart, oder? Ne, wa? Elis, nicht ausgeführt. Mich auch. Oh, sterben, die sind schon tot. Warte mal. So, jetzt muss ich noch weiter. Nee, das geht nicht. Das war's Fuden. Trinken. Ding ist leer. Ich bin hier falsch. Mal falsch. Vielleicht sollte ich die auch abernten. Dadurch, dass ich bei den anderen eben nur Stein bekommen habe, bin ich so unmotiviert, die jetzt abzuernten. Weil ich befürchte, weiter nur so Steine zu bekommen. So, guck mal. Das sieht doch schon mal fast da aus. Oh, oh, oh. Oh, ah, oh, da hat mein Fußgelenk ein bisschen geknackst. Okay, der liegt auch. Der Lachs. Meine auch, es war eine relativ freie Fläche. Ich konnte mich gut bewegen, als ich gegen ihn gekämpft habe. Ja, es war halt hier irgendwo. Keiner da. Oh, wie schade. Sehr drauf. Beim Glück werde ich kläglich. Weil. Ich weiß nicht, ob es ein König war, den ich hier gefunden habe. Es war halt so ein Ding. Ja. Pferd. Ah, wie schön. Vielleicht nochmal. Warte mal, was sagtet ihr eben noch? Bei CD8 ist der König. Wo ist denn CD8? 8? Oh, das ist ja hier ganz oben. 8? CD ist hier. Uff. Okay, das ist aber jetzt ein Ritt, du. Ja, da hoffe ich ja lieber drauf, dass ich den hier finde, muss ich gestehen. Komm hoch da jetzt. Den du hier gefunden hast, war das eine blaue Steinnase? Ja, gute Frage. Weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat der richtig gute Sachen gedroppt, ne? Also ich habe da Gold bekommen, ich habe da... Also der war wirklich gut und der hat auch so Stacheln geschossen und ich meine, das war ein Boss. Ob das jetzt ein König war, kann ich nicht mehr sagen. Ich bin tatsächlich selber in meine Videos. Ich weiß gar nicht, ob das... ist das? Nee, der war das auch nicht. Sieht schon mal anders aus, der hat andere Augen, aber der war das nicht. Bin mir auch nicht sicher, ob das schon draußen ist. Und das ist auch schon ein bisschen her, als ich die Aufnahme gemacht habe. Ich glaube, das Video kommt für euch erst noch. War das nur eine mächtige Version? Ich vermute fast, dass es sowas nur war. Irgendwann, liebe Leute, werde ich diesen Reisepunkt mit dem Bosskopf abschließen. Irgendwann. Muss ja passieren, ne? Nochmal hoch. Entweder Elchkönig oder Steinnasenkönig. Das ist schon krass, dass es nur so wenige Bosse anscheinend gibt, wo man das bekommt. Auch wieder nur so einer mit grauen Augen.
Naja, immerhin hat uns der Ausflug aber jetzt noch diesen Kriegstanz gebracht. Es war also nicht umsonst. Hört ihr die Musik? Leute, hier ist Musik. Aber da unten ist er. Ach, nee. Warum tut es das? Das hat mich voll erschrocken. Habt ihr auch diese Melodie gehört? Eine Melodie. Geh weg. Warte, lass mich noch kurz einen Moment suchen, ob ich es vielleicht selber finde. Sie weg. Wie wieder? Warum ist die Melodie jetzt weg? Bitte da jetzt hoch. Langsam wird dir vor Durst schwindelig. Ja, das ist schlecht. Gerade wenn ich in die Höhe kletter. Warum ist die Musik jetzt weg? Gehe ich jetzt lang? Mit dem Stab? Ich kann es ja eigentlich schon gleich lassen. Wasser. Autsch. Wo ist Wasser? Water, natürlich genau in die andere Richtung. Oder irgendeine Musik. Eben hatte. Zu viele Infos für mein Gehirn. Das zweite hoch. Also nicht nur mit Tessa, sondern am besten mit Destiny, ja? Da war. Ja, ich weiß, dass ich was trinken muss. Ich bin on the way. Jetzt mich nicht. Da ist Wasser. Guck mal. Jetzt kriege ich schon so einen komischen Umrandung. Das habe ich auch noch nicht geschafft. Du warst schon da oben. Das ist ja ein Skandal. Ich höre dich gerade nicht, warte. Ja, schade. Ich habe das jetzt echt nicht gefunden, dieses Steinnasending hier. Es ärgert mich. Ich hätte es so gerne besiegt. Die, come on. Zumindest den Landmerker, wenn du oben bist. Ja, ich will es jetzt nicht riskieren, tatsächlich. Destiny sagt jetzt hier auch, ich soll hochgehen. Immer dieser Gruppenzwang. Genötigt von euch, Dinge zu tun. Okay, komm, gucken. Ja, stimmt. Gucken können wir. Allerdings, ja gut, dann habe ich den Marker halt auf der Karte, aber kann sich ja jetzt auch nicht so hin teleportieren oder so. Ist schon ein sehr markanter Ort, dass man theoretisch weiß, okay, da will ich mal hin.
Dann weiß man, wie es heißt. Wir machen das jetzt einfach irgendwie. Jetzt sollte ich meine Ausdauer nochmal aufladen lassen. Kämpf jetzt aber nicht gegen so einen Boss, ne? Soll schon schief gehen. Ja, allerdings nicht von hinten. Eher so vom Start, weil am Ende steht der Boss. Ich weiß ja nicht mal, wo hier der Start ist. Ja, einfach alles wulstig und bergig und ich kletter einfach irgendwo hoch. Entweder gucke ich dem gleich direkt in die Augen und springe dann heulend runter. Das geht gut. Ich rutsche. Eine richtige Kletterausrüstung habe ich auch nicht. Warum ist die Musik jetzt weg? Ich möchte nochmal die Musik hören und herausfinden, wo sie herkommt. Da stehen wir nicht im Weg rum. Wieder. Was? Turm der Fledermäuse. Ich hab ihn! Auf den Turm der Fledermäuse klettern. Reiseschritt! Sehr cool. Okay. Das fand ich jetzt dann schon doch sehr lohnenswert. Wenn so ein Reiseschritt abschließt. Ich muss da einmal hochgucken. Die Musik, es zieht einen so magisch an. Die Insekten, die ins Licht fliegen. Nicht meine Ausdauer noch. Atmen. Das war doof. Ein ganz kleines bisschen. Ups. Okay, wir müssen nochmal hoch. Oh, ich habe mich verbrannt. Ich fass nochmal rein. Yay. Diesmal machen wir aber nochmal einen kleinen Ausdauerstopp hier oben. Diese Musik. Ausdauer tanken und dann schaffen wir das auch. Ganz sicher. Mal. Warum? 4600 ist jetzt von meinem Pferd, ne? Das ist nicht das Böse, was mich da oben erwartet. Kletter doch jetzt da hoch. Geht nicht. Da. So hoch. Ohne Klamotten klettert es sich ein. Was? Echt? Mehr Ausdauer? So. Ja. Bin ich so aufgeregt, jetzt muss ich gleich eine Pipi-Pause machen. Die Musik ist weg. Da. Dun, 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 dun. Das Ding ist stark, sagt ihr. Da muss ich bestimmt hier den Stab reinstecken, ne? Ist es so? Guck mal, es kommt schon. Nee. Nein, wir müssen gehen. Kann ich auch mal raufhauen. Eigentlich. Ich meine, das Ding kann fliegen, ne? Es wird mir doch bestimmt hinterher fliegen. Geh weg! Ich glaube, du bist doof. Nein! Lass mich in Ruhe. Drücke E. Ich kann E drücken. Lauf! Forest, lauf! Was? Die hat echt gut abgezogen. Wie kommt sie so schnell? Abgrund!